kein Gegner. Den Job mache ich umsonst. Den Job bezahlst du mit deinem Leben. Ich werde kein Held mehr, Kleiner, nur noch Fakt bleiben. Guck mal, ich bin in den Lasersystem entkommen. Wenn ich dich erledigt habe, bin ich. Feiges Stück. Stufe 2 der Vorbereitungssequenz der Faltwaffe abgeschlossen. Koordinaten erfasst. Report-System. Sorge. Das Stück ist weg. Was sieht denn dein Titan aus? Reapern? Komm schon. Mehr nicht. Ich hab grad Titans gekillt. Alle Mitarbeiter müssen die Kammer sofort verlassen. Schwere Störung der elektromechanischen Einheiten. Das ist nicht von einem jämmerlichen Möchtegern-Piloten erledigt. Muss aber gerade. Nein! Schaffen Sie vor dem Start die Lade daraus. Schnell! Wie? Wie? Schon! Der Rückstoß des Injektors hat meine internen Systeme überlastet. Versuche, Okularsysteme wiederherzustellen. Okularsysteme reaktivieren. Der Analyse in Folge ist die einzige Option. Warnung. Feind halten geordnet. Warnung. Feind geordnet. Heute ist dein Glückstag, du Held. Ich werde dich nicht töten. Ich arbeite nicht umsonst. Aber du wirst mich auch nicht töten. Hier, hast du dir verdient. Blisk, dieser Vanguard-Titan ist immer noch da drin. Nicht mein Problem, Marder. Das hätte in meinem Vertrag stehen sollen. Ich muss mich mit Leuten treffen, die Geld haben. Was soll das werden? Was zum Teufel soll das werden? Der Analyse zu folgen ist ein Wurf die einzige Option. Der Wurf die einzige Option. Der Analyse zufolge Option. Zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Zufolge ist zufolge ist ein Wurf die einzige Option. Meine Autonavigationssysteme sind offline. Bringen Sie mich zu der Injektoreinheit. Einheit. Wir müssen das zusammen machen. Okay, ich müsste halt nur irgendwie mal mehr machen können. BT Cooper, unsere Teams am Boden schaffen es nicht rechtzeitig. Ihr müsst die Faltwaffe von innen zerstören. Das ist der einzige Weg. Commander Brick, ich denke, ich weiß eine Lösung. Explodierter Reaktor in der Lage sein, die Lade im Zentrum der Faltwaffe zu destabilisieren. Was meinen Sie? Wir können sprechen. Sende Koordinaten für ein Rundungsschiff. Koordinaten erhalten. Wir werden da sein, aber ich weiß nicht, wie Sie das schaffen wollen. Vertrauen Sie mir. Ich habe es berechnet. Ich habe es berechnet. Das will ich verdammt nochmal hoffen. Wir sind unterwegs. Viel Glück euch beiden. Bring down. Okay.
kann weitermachen. Keine Angst, BT. Ich gehe nirgendwo hin. Verstanden, Pilot. Lass es sein. Protokoll 3. BT, was hast du vor? Vertrauen Sie mir. BT! Nein, schon wieder! Nicht schon wieder! Ich werde meinen Kindern von dir erzählen! Bin auf dem Weg! Bin auf dem Weg! Nach Bertania City! Deine Reise ist das Ziel oder sowas! Keine Ahnung! Ich weiß nicht, wo ich lande! Ich spring schon die ganze Zeit! Na los, Pilot! Vater, hol uns hier raus! Bitte! Pilot Cooper, eine Menge Leute verdanken Ihnen ihr Leben. Und BT. Buckle, nimm Kurs auf Harmony. Bring uns nach Hause. Alles klar. BT. Ich werde eine Statue für dich anfertigen lassen. Die Zerstörung von Typhon hat den Planeten Harmony gerettet. Die Miliz bezeichnet diesen Planeten als Hauptquartier. Aber Millionen andere nennen ihn Heimat. Commander Briggs sagt, ich komme zum Marauder Corps und kriege einen neuen Titan. Nachdem die Techniker die letzten Spuren meiner Neuralverbindung mit BT entfernt haben. Ich weiß nicht, wie sich das anfühlen wird, einen neuen Titan zu kriegen. Irgendwie mochte ich den alten. Großartige Leistung auf Typhon von euch allen. Hier ist Pilot Jack Cooper. Melde mich ab. Devolver Developed by Respawn Entertainment. Game Director Steve Fukara. Technical Director Richard A. Barker. Engineer, ganz viele andere Leute. Chicos und Chicas, das war Titanfall 2. Ich strecke mich erstmal. Titanfall hat's durch. Eieiei, hat auch ein bisschen länger gedauert. Hammer. Guck mal, die haben sich gerade erst begrüßt und begrüßen sie jetzt nochmal. Eine schöne Kampagne, eine sehr, sehr schöne Kampagne. Wenn gleich auch ein bisschen kurz, finde ich. Aber mir hat so diese Zusammenarbeit ziemlich gut gefallen. Nur, diese Verbindung zwischen den beiden, die war halt ziemlich, ja, also ihm ist es im Endeffekt eigentlich scheißegal. Er hat sozusagen so 2-3 Tage mit ihm. Und mehr hat er halt mit BT nicht gehabt halt, ne? Das ist klar, dass mir das eigentlich auch scheißegal ist. Er mochte ihn halt. Ja, er mochte ihn halt. Also war für ihn keine vernünftige Verbindung auch für ihn so. Was ist mit dem los? Wo guckt der denn hin? Okay, läuft bei ihm. Der Taschendieb technisch wollte er gerade klauen. Aber sonst ist das Spiel ziemlich, ziemlich cool gewesen. Hat richtig viel Spaß gemacht. Freue mich schon auf die nächsten Projekte. Wir haben jetzt Halo Wars 2 als Nebenprojekt noch. Aber aufnehmtechnisch werde ich jetzt demnächst auch Night of the Rabbit. Mal was anderes so ein bisschen. Nebenbei ein taktisches und dann nochmal so ein kleines Matthew Mercer as Jack Cooper. Die heißen immer alle Jack.
Glenn Steinbaum as BT-7274. Fred Tatasciore, Captain Ty Lastimosa. Schade, dass man mit dem nicht so ein bisschen mehr gemacht hat. Viele gute Leute haben dort ihr Leben verlassen. J.B. Blank als Kruden Blesk. Man merkt schon, da ist noch ein dritter Teil. Jolene Anderson als Sarah Brooks. Anne Campbell als Ash. Ja, die waren irgendwie so unwichtig, diese ganzen Typen irgendwie. Mike Wingard als Kane. Die waren so alle relativ unwichtig. Andreas Beckett als Richter. Aber der war am interessantesten. Der Viper-Typ war echt am coolsten, finde ich. Evan Bäumel als Viper. Amy Pemberton als Sloane. Wie wichtig ihm auch seine Kameraden so eigentlich sind. Nicholas Quest als General Morrow. Colton Taylor als Gates. Wer war das nochmal? Ich weiß es nicht. Chris J. Alex als Beer. Yuri Lowenthal als Davis. Matthew Wolf als Dross. Das sind die, die uns gerade noch so am Ende geholfen haben, oder was? And Liam O'Brien als Barker. Tja, meine Damen und Herren. Erneut, das war Titanfall 2. Ich hänge jetzt den Teil. Der den zweiten Teil der Geschichte sozusagen erklärt. Interessanter Bösewicht, wie ich finde. Den wir auch da hatten. Marco war wieder hieß, ich weiß nicht mehr. aber schon irgendwie so zu, ein bisschen zu erwarten. Die haben so mehrere Male mit einem gespielt und wollten mehrere Mal dieses Gefühl von, oh nein, jetzt ist er wegbringen. Ziemlich cool. Beim ersten Mal war es auch so, da habe ich so ein bisschen, oh nein, BT, und dann haben wir wieder bekommen. Habe ich mich auch wirklich gefreut, dass wir BT wieder zurückgekriegt haben. Er ist halt nochmal gestorben, aber es war irgendwo klar, dass, dass einer von den beiden auf jeden Fall verreckt wieder. Das war relativ zu erwarten. Also da haben sie leider nicht das gewünschte Gefühl hervorgerufen. Natürlich werden wir dann im zweiten, im dritten Teil, wenn dann eine Kampagne wieder ist und die fortführend ist, werden wir natürlich ein paar Tage wahrscheinlich später, ein paar Jahre später weitermachen mit. Wo halt, ja, er mit seinem neuen schon ziemlich gut befreundet ist. Daher wird zwischen denen logischerweise eine tiefere Verbindung herrschen. Wow. Das sieht mir sowas von scheiße aus. Und er lächelt sich ganz recht. Hat noch schnell die Frisur geändert. Guck mal, er hat Räder unten dran, das Raumschiff. Sau gut. Knallhart Räder am Start. Richtig nice. So. Production Babies. Babies. Mother Glorian. Ach, während der Produktion geborene Kinder oder was? Cool.
Und zwar immer nur während gestorben, halt, währenddessen gestorben oder sowas. Aber hier ist auch mal welche währenddessen älter geworden. Aber was Schönes. Hat ultra Spaß gemacht. Die ganzen Kampagnen und Level waren viele auch unterschiedlich. So ein paar auch, wo man gedacht hat, das ist mega cool, wie zum Beispiel die Zeitreise-Kacke. Das fand ich mega geil. Hat richtig viel Spaß gemacht. Cool überlegt. Hier und da mal wieder was anderes. Dort mal wieder dies gemacht. Da mal wieder was. Also, es war nicht immer nur das Gleiche, dass du halt. Ja, geh dahin, zerstör das und dann kriegst du den Feind, sondern ja, du musst mal das machen. Ja, um jetzt mal den Feind zu kriegen, den Endboss, musst du mal das machen. Ja, und wenn du den Endboss erreichen willst, dann musst du halt mal was anderes erledigen. Fand ich schon ziemlich cool. Nur es war auch so urplötzlich, so ein urplötzliches Ende halt, ne? Also es ging jetzt irgendwie relativ schnell am Ende. Was relativ schade ist. Aber was willst du machen, wa? Aber hat echt tierisch Spaß gemacht. War mega cool. Narcissus. Ja, Leute. Wie gesagt, die nächsten Aktionen sind Night of the Rabbit und Halo Wars 2. Halo Wars 2 ist ja schon eine Folge hochgeladen. Night of the Rabbit habe ich schon mal aufgenommen. Aber leider sind da ein paar Probleme aufgetaucht. Deswegen ich wahrscheinlich nochmal aufnehmen muss. Ich gucke mal. Je nachdem, wie ich das vorhabe. Hua. Dann bin ich am überlegen, ob ich mir eine PlayStation 4 hole für Last Guardian und Horizon. Und ich bin bei mir noch ein Tonstudio am Bauen. Also ihr merkt, bei mir ist ein bisschen was am Machen zurzeit. Darf auch zum Glück wieder ein bisschen arbeiten. Gott sei Dank. Ja. Dann wisst ihr jetzt schon mal über die Aktionen der kommenden Zeit Bescheid. Huch, was ist jetzt los? Endsequenz. Kontaktiert uns BT? Was? Was? Ja, Level war an sich ein bisschen länger halt gehalten, aber es sind halt sehr wenige an sich, ne? Oh Gott, hier kannst du 11 von diesen Dingern finden oder was? Meister abgeschlossen. Ich habe nichts als Meister abgeschlossen. Richtig nice. Ja gut, ich habe auch alles jetzt normal abgeschlossen. Ne? Muss man auch bedenken. Gefundene Sammelobjekte. Meister. Also das kann ich gar nicht als Meister abschließen. Ansonsten wäre es relativ einfach geworden. Ja, Leute, dann bedanke ich mich erstmal soweit fürs Zusehen. Wie immer unten in der Infobox findet ihr alle nötigen Links und Informationen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online. Ciao.